liebe Freunde, willkommen zurück zu Mr. Prepper in der Beta. Ja, erstmal was essen. Wir sind fast am Verrecken hier. So, was haben wir denn da noch feines Leckeres? Da packen wir da in den Kühlschrank hier die leckeren Rattenschnitzel. Wir gehen direkt zum Baum und bewässern erstmal und hier auch die Gurken müssen bewässert werden. Und ich sehe gerade dahinter auch die Koranapflanzen. Hier, komm mal, hier. Dam, drin. Ich hoffe natürlich, dass die Soundqualität jetzt ein bisschen besser ist. Bitte schreibt es in die Kommentare, falls nicht. Und falls ich das nicht, nee, falls ich das verpeile. So, meine Aufgabe heute ist folgende. Ich möchte gerne hier eine kleine leckere Butze hinbauen. Das Problem ist natürlich gerade noch aktuell, ist, dass wir keinen Platz für dieses Zeug hier haben. Dafür werde ich jetzt mal einen kleinen hier so einen Raum ausheben und dort dann in Zukunft die Produktionsstätten hinsetzen. So haben wir hier ein Häuschen und die Sache ist natürlich die, wir haben keine Zwischenwand. Das ist natürlich sehr, sehr schade, dass man keine Zwischenwand hinsetzen kann, so dass man aus dem Doppelzimmer kein Einzelzimmer wieder machen kann, beziehungsweise in dem Falle ein Zweierzimmer machen kann. Aber was soll man machen? Kann man gerade nichts ändern. Deshalb macht man das mal kurz durch. Die Sache, das Problem ist gerade, wir sind wieder müde. Wir sind immer müde. Der Typ ist immer müde. Schlimm sowas. Jetzt warten wir erstmal ein bisschen, bis er den Raum ausgehoben hat, so. Und dann können wir schnell schlafen, weil, wir müssen stoppen. Oh, scheiße. Nickerchen. Oh, shit, war das knapp. Alter, Leute. Das Ding ist ja richtig runtergegangen. Was soll das denn? Spiel, tu mir das nicht an, Mann. Ich meine, Guarana-Pflanzen sind noch nicht gewachsen. Die kommen noch. Was ist denn los mit dem Mikrofon? Das muss ja mal... So sollte ein bisschen besser sein, hoffe ich natürlich. So, dann heben wir den Rest aus. Mal gucken, wie weit wir da kommen. So, Dille. Und dann habe ich mir überlegt, wir bauen ein Bett. Wir bauen noch was anderes dazu. Und, dann sollte es gehen, ne? Ja. Gut, Essensproduktion ist momentan noch leider noch in Arbeit, sage ich mal. Wir brauchen nämlich sehr viel Material. Wir haben jetzt Gott sei Dank den Joe freigeschaltet. Es kommt mir ganz schnell, weil wir was verkaufen können. Bei irgendwelchen Händlern. Ist irgendwas zum Sortieren auch mit dabei. Ja, guck mal hier, die Gurken können wir mal übereinander stapeln. Aber Entschuldigung. Und das war's eigentlich schon, was man übereinander stapeln kann. Ich mal kurz auf ein paar Samen in der Hosentasche haben. Natürlich nicht, aber einen Revolver haben wir. Schon mal sehr, sehr schön. Dann gucken wir mal schnell. Hier haben wir gerade reingeguckt, ne? Da gucken wir dann mal kurz rein. Da haben wir auch gerade gar nichts. Da können wir aber schon mal ein bisschen Zeug loswerden. Das hier. Und das war's eigentlich schon. Und den Salz. Das Salz packen wir auch in der Kiste. Weil das Salz verbraucht echt viel Platz. Guck mal, da waren 10 Kilo. Na, jetzt hat er wieder nicht gestapelt. Was soll das denn? Die Stapelung ist echt für den Arsch, muss ich sagen. Tut mir leid, aber... Aber die arbeiten dran, Es kam jetzt letztens noch ein Patch, den Patch 1.1. Der sollte ein paar Bugs gefixt haben, was schon mal sehr, sehr gut ist. Jetzt regnet es gerade, was schon mal super gut ist. Weil so bekommen wir dann unser Wasser. Joe haben wir hier noch nicht freigeschaltet, weil wir noch nicht beim Schrottplatz waren. Da gehen wir jetzt auch erstmal kurz hin. Einfach nur kurz, um den Joe Hi zu sagen und damit wir den als Händler freischalten. Weil sobald wir ihn als Händler freigeschaltet haben, ist schon mal sehr gut. Dann können wir nämlich Elektronikteile bekommen und wir können das Auto reparieren, wodurch wir dann nachher in die Wüste weiter vordringen können und dort dann noch mehr Zeug kriegen können. Oh, nicht bellen. Hey, wer ist da? Hi, ich bin Günther. Ich bin ein Freund. Bob hat mich hierher geschickt. Wow. Bob, der alte Schlinge. Was treibt ihr denn heutzutage so? Er passt auf eine Mine auf. Er ist ein Minensitter, wenn es sowas gibt. Sagen wir einfach, dass es das gibt. Und es ist gut so, dass er in einer Mine bleibt. Er sollte immerhin sicher vor Chemtrails, dem Summen und der Bewusstseinskontrolle. Okay. Okay, also Bob hat mir gesagt, dass du unter anderem Waffen reparierst. Ich hätte deinen kaputten Revolver. Könntest du ihn mal, dir mal anschauen? Wo habe ich den kaputten Revolver? Revolver! Ja. So. Natürlich, aber ich könnte... könnte ich dich um einen Gefallen im Gegenzug bitten? Oh, leg los. Ich schaue, was ich machen kann. Also, wie kann ich es am besten erklären? Wegen all den Wellen und einem... Um einen herum. Ich dachte, ich könnte einen Schutz in meine Hütte einbauen. Und vielleicht etwas persönlicheren Schutz.
Also, du willst das... Nun, wegen den ganzen Wellen. Ich möchte, dass du mir etwas Alufolie besorgst. Mindestens genug, um eine Hütte auszukleiden. Richtig, Alufolie, der universelle Schutz gegen Bewusstseinskontrolle. Das hätte ich wissen müssen. Richtig, du hast es verstanden, Bruder. Ja, bevor ich nach Alufolie suche, hätte ich da noch eine Sache. Ich habe gesehen, dass du viele Autos hast. Hast du ein Auto, das kein kompletter Schrotthaufen ist und vielleicht repariert werden könnte? Ja, ich hätte eins. Warum? Schau dich gerne um. Wenn du eins zum Laufen bekommst, kannst du es behalten. Und apropos, ich wäre auch immer bereit zu handeln. Ich habe Treibstoff, Altmetall, Munition, bisschen Drogen, alles. Im Angebot, du weißt schon, Sachen, die man auf einem Schrottplatz findet. Also Ratten. Oh, Rattenfleisch. Kaktus liegt da hier. Super, danke. Wir sehen uns später. Was zur Hölle ist dieses Summen? Joe, freigeschaltet. Chupacabra! Chupacabra! Hallo! Ach, der Chupacabra. Der ist ein Süßer. Ich klau mal einfach mal seinen Teller. Kann ich letztens schon machen. Findet der... Oh, findet Chupacabra nicht so gut. Der knurrt. Oh, Chupa. Tut mir leid, Chupa. Aber ich wollte... Ich wollte ein bisschen... Ich brauche ein bisschen Zeug, weißt du? Ja, warum bellst du mich denn an? Was ist denn los? Reparieren. Also, was brauche ich dafür? Okay, das Auto ist jetzt da. Reparieren. Ich brauche 20 Metall. Ja, das ist halt gar nicht mal gerade so wenig, ne? Das ist schon ein bisschen happig, du, mein Freund. Schon ein bisschen happig. Dann gucken wir mal handeln. Ob der uns was Leckeres jetzt in die Hosentasche stecken kann. Nur ein bisschen... Ja, ein bisschen davon. Das nehmen wir natürlich gerne mit. Er verkauft... wir können bei ihm verkaufen hier Schrott und anderes Zeug. Aber wir wollen natürlich gerne super gutes Zeug holen. Und ich hole mal davon ein paar. Weil mir hat der Henrik gesagt... Granaten ist eine gute Idee bei mehreren Gegnern. Haben wir ja letztens gesehen, die Ratten uns richtig den Arsch aufgerissen. Und das wollen wir natürlich wieder vermeiden, dass wir in Zukunft das auch haben. Deshalb hole ich mir ein paar Granaten. Eigentlich kriegt man welche gratis, aber ja, ich meine, wenn du ein paar kaufen kannst und gerade keine findest, ist auch okay. Deshalb gehen wir ganz kurz nach unten hier das Metall in den Ofen drücken, damit wir den da mal raus Metall bekommen. Ne? Das ist noch Rohmetall. Das wollen wir natürlich ändern in normales Metall. Da packe ich erstmal kurz die hier rein, weil unsere Tasche sonst extrem voll ist. Und hier packen wir dann auch nochmal kurz das Wasser rein. Dann essen wir das Hähnchen, damit das nicht vergammelt und damit wir unsere volle Energie haben. Und hier ist erstmal nur der Apfelbaum ready. Den ernten wir einmal kurz. Zack, ein Apfel. Ein Apfel, fünf Äpfel, okay. Hier ernten wir erstmal alles, was wir gesät haben. So ein Apfel, den könnte man eigentlich theoretisch essen. Oh, ein Apfel am Tag macht gesund und stark. Ah, Leute. Übrigens nochmal Entschuldigung an dieser Stelle. Ich weiß, ist nur Spaß von euch beiden, aber Grüße an Mini HD und Carfreaky. Carfreaky. Die beiden sind die Leute, die zuständig sind für die deutsche Übersetzung des Spiels. Und ich habe leider nur den Mini HD erwähnt. Alalala. Ihr beiden, ey. Da sind zwei Leute, die machen die Übersetzung vom Deutschen hier. Deshalb. Falls ihr Beschwerden habt, geht der Schraub an ihn. Ich kann nichts dafür. Okay, mir hat die Nadine auch geschrieben, bau doch eine Koje. Deshalb werden wir mal kurz zwischenzeitlich eine Koje bauen. Einfach nur, bis wir unsere Butze hier fertiggestellt haben. Nur damit wir halt dann schneller ins Bett gehen können. Die Koje dauert, wie lange, wenn ich die herstelle? Die dauert bis 2 Uhr morgens. Mal gucken, ob wir es schaffen. Wäre natürlich super. Wenn nicht, dann haben wir ein kleines Problemchen. Könnte knapp werden. Wird auch knapp. Das schaffen wir. Das haben wir geschafft. Okay, Koje hinsetzen. Einfach mal kurz hier hinsetzen, so. Und direkt ins Bett schlafen. Nadine, da hast du deine Koje. Erstmal, die sieht kacke aus. Und das wird noch nachher verändert. Also sieht kacke aus, wie ich die hingesetzt habe. Ich werde die nachher noch eine schöne Butze hier reinbauen. Das wirst du nachher sehen. Ich habe das schon in der Beta gemacht. Und ja, eine Beta. Nee, den. Doch, war in der Beta, ne? Das war in der Beta, genau. Ich habe das in der Beta gemacht und das sah geil aus. Also beziehungsweise sah ganz okay aus. Und das würde ich natürlich gerne nochmal hier verändern. Und jetzt gibt es natürlich ein bisschen mehr Dekorationsgegenstände, wodurch wir natürlich schöner machen können. Und das will ich natürlich sehr, sehr gerne machen. Wir haben aktuell keinen Strom, kein Wasser, sagt sie. Aber Wasser ist nicht so schlimm, weil wir haben ja selber Wasser. Dann nehmen wir mal kurz das Wasser, was hier noch mit drin ist, raus. Einfach nur, weil, ja, damit wir es gratis haben, sage ich mal. Packen wir dann direkt hier rein. Wir gucken mal kurz. Ich glaube, nee, ich brauche Wasser. Kann mir nicht eine Gurkensuppe machen, sehe ich gerade. Sollte eigentlich hinhauen von der Menge her von Gurken. Deshalb gucke ich mal ganz schnell.
vielleicht könnten wir sogar noch eingelegte Gurken herstellen. Das wäre natürlich super geil, aber wir gucken erstmal. Gurkensuppe hier, da genau. Die wäre jetzt verfügbar, aber eingelegte Gurken, wo haben wir die denn? Essiggurken. Dafür brauchen wir noch Salz und Glas. Das machen wir natürlich gerne. Dann machen wir uns ein paar Essiggurken. Die sollen ganz gut Geld geben, aber wir brauchen auch was zu essen. Deshalb erstmal würde ich die essen. Entschuldigung, jetzt habe ich mir meine eigene Spucke verschluckt. Passiert manchmal. Also werde ich die erstmal produzieren, damit wir die nachher dann schon lecker essen können und später verkaufen wir die. Sobald wir genug Essen da haben, dass wir nicht immer halb verhungern. Das wäre natürlich super, super optimal. Sagen. Ups, jetzt war ich außerhalb des Mikrofonbereiches. Das wäre super, super optimal. Da haben wir alle unsere Gurken verbraucht, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Denn dann gehen die Gurken nicht kaputt. Ne? Ein bisschen Wasser, ein bisschen Salz verbrauchen ist nicht ganz so schlimm. Salz kriegen wir ja wieder zurück aus der Mine. Und was können wir denn aus den Äpfeln machen? Können wir die einfach nur so essen oder können wir die auch irgendwie daraus was machen? Aktuell glaube ich noch gar nicht. Wir müssen erstmal kurz gucken, was sagt die Reife unserer Produkte. Wir müssen nochmal bewässern. Wir brauchen definitiv das Bewässerungsgerät. Der Gerät bewässert alles. Deshalb brauchen wir den auch. Aber wir haben gerade noch nicht genug Zeug dafür. Das werden wir aber in den nächsten Folgen noch erfarmen. Wodurch wir dann hier ne, ein bisschen mehr automatisiert haben. Was natürlich super wäre, da wir dann ja, nicht immer selber bewässern müssen. Aber wir müssen den Wassertank nachfüllen, aber das kann man ganz easy machen. Eben gleich zack, zack, zack rüber, schnell von dem einen Wassertank, der das ganze Wasser sammelt, in den Bewässerer. Und dann geht das eigentlich. Ich nehme mal einen kurzen Schluck Kaffee, beziehungsweise Cappuccino in dem Fall hier heute. Ah, Koffein. Ich liebe Koffein. So, gut. Was sagt denn hier unser Zeug? Mal ganz kleiner Blick. Ich muss mal ganz kurz was gucken hier. So, ja. Gut. Perfekto. Okay. Gut, dann gucke ich mal ganz schnell. Entschuldigung, meine Nase ist heute ein bisschen zu, weil ich, ja. Es ist 10 Uhr morgens. Ich bin seit einer Stunde wach. Ich habe versucht, ein bisschen wach zu werden, bevor ich aufnehme. Hat nicht so gut funktioniert, deshalb war die am Anfang der Folge ein bisschen ruhiger. Aber es wird nachher natürlich besser. Ich nehme jetzt heute richtig viel am Stück auf. Deshalb entschuldigt, falls ich ein paar Tipps nicht beachten kann, da ich da ein bisschen voraus aufgenommen habe, damit ich erstmal was da habe, damit ich ja immer regelmäßig die Folgen uploaden kann, beziehungsweise freischalten lassen kann, damit ihr keine Folgen mehr verpasst. Ihr habt jetzt letzte Zeit, ich habe doppelte Folge gesprochen, habe ich nicht mehr hingekriegt und das will ich natürlich nicht mehr. Deshalb heute kommt eine zweite Folge, die eigentlich vorgestern kommen sollte oder gestern auch nochmal. Das bekommt ihr heute, tut mir leid. Die Tage kommt nochmal Jalopy. Da habe ich mir was Leckeres überlegt, nämlich Jalopy ist nämlich recht langweilig. Und das wollen wir natürlich, das macht natürlich wenig Sinn, wenn ich euch dann so Uncut Jalopy bringe. Weil ich weiß, ihr mögt zwar meine Uncut-Videos, aber Jalopy, finde ich, macht keinen Sinn angecuttet. Da das Spiel, denke ich mal, also wenn man es selber spielt, ist das mehr lustiger, aber wenn man natürlich das als Let's Play bringt, ist das suboptimal, da dort dann Langeweile auftritt. Sehr schnell sogar. Und das will ich natürlich nicht. Der will ein Radio kaufen, aber verkauft kein Radio. Wie soll ich denn da bitte schon die Elektronikteile dafür bekommen? Gut, dann gucken wir mal kurz, ob der hier auch keine Elektronikteile. Schade, Schokolade. Apropos Elektronikteile. Hat der vielleicht hier irgendwo was? Nee, der hat einen Wassertank, aber auch schon mal sehr, sehr gut. Wir könnten mal gucken. Der Gourmet würde gern ein bisschen Salz kaufen wollen. Verkaufen natürlich sehr gerne. Jetzt nehmen wir unser Benzin, was wir jetzt in letzter Folge gekauft und auch gefunden haben. Und befüllen erstmal die Maschinen in der Mine. Damit wir erstmal ein bisschen Geld machen können durch, durch die, durch Edelsteine. So, das wollte ich sagen. Wir packen mal kurz die Äpfel in den Kühlschrank, damit die nicht schlecht werden. Und packen mal das Salz wieder weg, weil wir das gerade nicht in der Hosentasche brauchen. Wir nehmen das eine hier, das eine Gurkenglas mit. Einfach nur, damit wir was zu essen unterwegs haben. Natürlich wären die Äpfel gut gewesen, damit wir auch sehen können, wie viel die bringen. Aber jetzt habe ich die schon in den Kühlschrank gepackt. Nehmen wir noch kurz einen Schluck Koffein. Oh, ich muss mir eine Kaffeemaschine hier oben hinsetzen. Das wäre eine geile Idee. Kleine Kaffeemaschine in meinem eigenen Zimmer. Nicht in der Küche, sondern in meinem Zimmer. Ja, dann gehen wir mal kurz runter. Dann gucken wir, ob die Maschine vielleicht in der Zwischenzeit schon gearbeitet hatte. Hat sie aber nicht, weil wir nicht aufgefüllt hatten. Das ist kein Problem. Das machen wir natürlich jetzt eben schnell. Zack, komplett auffüllen. So, dass sie erstmal hier, die bringt uns Stein, sagt sie. Ein Schild mit Stein, vielleicht kann ich hier gut Stein abbauen. Gut, also die Maschine ist gut für Steine anscheinend.
Dann gucken wir unten, dann sollte da vielleicht was anderes auf dem Schild stehen. Wenn dann natürlich jetzt Eisen auf dem Schild steht, dann befülle ich die Maschine mit dem Eisen öfters als die mit dem Stein. Da, ah genau, Eisen, okay, perfekt. Ah, hier gibt es also Eisenerz. Wie viel haben wir denn noch über? Wir haben noch, ja, wir können die nochmal auffüllen. Dann können wir die unten, die bringt zwar Salz, das können wir aber auch gebrauchen zum Verkaufen und zum Kochen. Deshalb werde ich das natürlich auch natürlich mitnehmen. Der macht natürlich Sinn, Leute. Weil je mehr Leute wir haben, desto mehr Salz haben wir. Nein, je mehr Salz wir haben, desto mehr Geld bekommen wir auch. Weil wir das nur für Kochen verwenden können und auch für andere Sachen, wie zum Beispiel Verkaufen. Und das wäre natürlich sehr praktisch. Deshalb befliegt ihr mal komplett bis Maximum. Wie viel haben wir denn noch über? Wir haben gar nichts mehr, ne? Ja, sehr schön. Gut, dann haben wir wenigstens das aufgebaut, haben wir Platz in der Hosentasche. Und dann können wir nämlich hier in der Mine nochmal gucken, ob wir vielleicht die Level 4 Karte finden. Und vielleicht noch ein paar Fledermäuse auf die Nase hauen können. Wir packen ihn kurz in den Schnellslot hier. Die Granaten rein, falls wir zu viele Leute, falls wir zu viele... Hä? Wieso? Wieso können wir den nicht in Schnell... Leute, wie können wir den nicht in Schnell... Wie können wir den nicht... Wieso denn nicht? Muss ich jetzt erst freischalten nochmal? Ich weiß ja gerade gar nicht mehr. Wir nehmen... Wir gucken einfach nur rum. Wir brauchen nämlich Kisten. Kisten wären nämlich praktisch, da ist nämlich mehr Zeug drin, weil ne, Stein einsammeln ist natürlich ein bisschen suboptimal, würde ich sagen. Deshalb gehe ich da nochmal hier hin, gucken wir mal, haben wir da was drin? Nein, haben wir nicht. Okay, dann gehen wir zur nächsten Ebene, um dort vielleicht noch was zu bekommen. Wir haben schon 23 Uhr, wir haben noch eine Stunde Zeit. Vielleicht schaffen wir das noch eben in der Zwischenzeit, das zu machen. Wäre natürlich super, aber ich kann natürlich leider nichts versprechen. Oh, Alter. Aua, die hauen auch rein, die Leute hier, ne? So. Komm her. Okay. So, essensmäßig sollten wir mal was reinhauen, weil wir auch dadurch Leben verlieren, was natürlich sehr unschön ist. Das wollen wir natürlich vermeiden. Lässt sich aber leider nicht immer vermeiden. Okay, hier war Bobs Jacke. Dann gehen wir noch ein Stückchen runter. Ein kleines bisschen haben wir noch. Und jetzt ist das, denke ich mal, zu spät. Aber wir können mal kurz gucken. Hier war vielleicht noch eine Kiste, die wir vielleicht einheimsen könnten. Ich muss noch kurz auf die Zeit achten, aber ist mal noch gerade ganz okay, muss ich sagen. Kleines bisschen geht noch. Da sehe ich gerade schon eine Fledermaus. Die hauen wir gleich direkt auf die Nase, wenn wir hier hinkommen. Oder die hauen mir auf die Nase. Das geht natürlich auch. Natürlich nicht so schön, aber es geht natürlich auch. So, ich werde erstmal nicht verschnellern. Oh, guck mal, hier haben wir was Leckeres mitnehmen können. Da war ein Amethyst. Sehr schön. Den nehmen wir natürlich mit. Wir gehen schnell nach oben, nach ganz oben. Es natürlich geht. Oh, jetzt müssen wir da einzeln hoch rein. Oh, shit, das wird knapp. Das wird knapp, Leute. Wir könnten... Oh, wir werden verkacken, wir werden verkacken. Oh, nein, 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 nein. Wir werden in Ohnmacht fallen. Das erste Mal werden wir wieder in Ohnmacht fallen. Das ist so lange her, dass ich in Ohnmacht gefallen bin. Wir brauchen definitiv ein paar Energy Drinks. Vielleicht schaffen wir das noch nach Hause, ohne in Ohnmacht zu fallen. Oh, das könnte knapp werden. Dann legen wir uns ganz schnell auf das Sofa, damit wir schlafen können. Obwohl, wir nehmen eben schnell das Zeug mit. Ganz wichtig, Leute, Geld. So, im Schlafen hier, zack. Oh Gott, das war knapp, Leute. Ich nehme mal kurz einen Schluck Kaffee, tut mir leid. Aber du hast, ne? Und ich liebe Kaffee. Also wenn ihr mir Freude machen könnt. Nein, Spaß. Ihr braucht mir nichts schicken. Ich will nichts von euch geschickt bekommen. Also ich will nicht, dass ihr Geld wegen mir ausgibt, deshalb. Also, gut. Wir sind übrigens fast bei 250 Abonnenten. Ein kleiner Meilenstein, würde ich sagen. Gut, eigentlich groß. Großer Meilenstein, muss ich sagen. Das ist nämlich ein Viertel zu 1000 Abonnenten. Und sobald man 1000 Abonnenten hat, kann man monetarisieren. Ich weiß, das klingt jetzt komisch, aber sobald ich monetarisieren kann, kann ich ja Werbung schalten. Und von der Werbung kann ich dann die Spiele finanzieren. Ich mache das Beruf hobbymäßig. Und wenn ich natürlich dann nicht so viel Geld von meinem erarbeiteten Geld ausgeben muss dafür, wäre natürlich super, weil manche Sachen sind halt echt teuer. Und das ist natürlich sehr unschön. Besonders, ich brauche einen neuen PC. Weil dieser PC ist zwar ganz gut, aber der ist noch auf der AM3-Generation. Also ich habe den das Maximum, was man bei AM3 reinpacken kann. Das ist ein FX 4550, glaube ich. Ist ein super Teil, nur halt die neueren haben bessere Features, wodurch natürlich das Rendern schneller gehen wird, auf jeden Fall. Weil ich ja dann eine bessere Grafikkarte reinballern kann. Weil sonst keinen Sinn macht. Ich kaufe mir keine 3080 jetzt für 2000 Euro. Leute, was geht denn da mit den Preisen gerade? Die sind echt schlimm. Man kriegt keine Grafikkarte. Alle Grafikkarten sind
ausverkauft oder so teuer, also 400, 500 Euro teurer als sonst, bis runter auf, auf die 2060. Ich habe die 1050 Ti hier drin. Die ist natürlich, die ist natürlich nicht gerade schlecht, wie ihr sehen könnt. Also macht schon, ist schon ein gutes Teil. Nur, ich würde gerne auf die RTX-Generation umsteigen, da die ein bisschen auf jeden Fall besser ist als die GTX-Generation. Und weil ich dann auch in Zukunft die Facecam wieder einbinden kann. Weil ich habe keinen Greenscreen. Und ohne Greenscreen sieht das aus, als würdet ihr beim Teenager beim Zocken zugucken. Und das wäre natürlich ein bisschen suboptimal. Wir gehen mal ganz schnell in den Wald. Wir brauchen ein bisschen Holz, sehe ich gerade. Das ist auch suboptimal, dass wir kein Holz haben. Wir holen uns ein bisschen Holz. Jetzt mach mal hin hier, Spiel. Ich will spielen. Oh, ist meine Maus weggerutscht. Ist ja lustig. Oh, guck mal. Das ist auch ein gut platzierter Dinge. Wir brauchen mal wieder ein paar Köder, damit wir die aufbrauchen können. Damit wir, damit wir ein bisschen neue pflanzen können, beziehungsweise Bärenfallen würde ich gerne mal ausprobieren. Ich habe noch nie gemacht. Glaube ich zumindest, ich weiß nicht. Oh, doch, habe ich gemacht. Nämlich in der Beta war das doch, ne? War das die Beta? Nein. Oder war das? Doch, das war die Beta. Wir haben ja Prolog gespielt, Beta und Pre-Release und jetzt das die Release-Version. Also, ich habe alle ich habe alles, was man von Mr. Prepper spielen kann, gespielt. Außer natürlich die Alpha und die Alpha oder beziehungsweise ganz, ganz vor der beim Prolog, also vor dem Prolog. Wir haben auch den Prolog gespielt. Übrigens, Link in der Videobeschreibung, aber auf meinem Kanal könnt ihr unten bei den Playlists reinschauen. Und da seht ihr dann auch nochmal die anderen Playlists, die ich habe. Ich habe noch ein paar andere Spiele gespielt, nicht nur Mr. Prepper. Also, falls euch noch andere Spiele gefallen, könnt ihr natürlich gerne vorbeischauen. Ich habe noch Kingdom and Castles gemacht. Also, Kingdoms and Castles. Genau, das ist ein Aufbauspiel. Ein Aufbauspiel, wo man seine Stadt aufbauen muss, beziehungsweise seine mittelalterliche Burg. Damit Geld einnehmen muss, mit Berufe platzieren muss, für Essen und so. Und man bekommt alle paar Runden eine Invasion von Wikingern oder von Drachen. Und die muss man natürlich abwehren. Das Spiel ist noch in der Early Access Phase. Also bitte verzeiht, da sind noch Bugs drin, ist noch ganz fertig. Aber falls euch solche Spiele interessieren, sind auch auf meinem Kanal. Ich mag solche Spiele generell auch an sich. Deshalb werden da in Zukunft noch mal ein paar neue kommen. Auch habe ich Zombie Night Terror gemacht. Das ist leider aktuell pausiert, beziehungsweise fast abgebrochen, da das extrem schwer ist. Ich bin nicht so gut in dem Spiel und das macht mir keinen Spaß mehr, wenn ich die ganze Zeit nur verrecke. Deshalb habe ich das erstmal auf Eis gelegt oder gegebenenfalls in Zukunft auch dann eingestampft. Aber guckt doch gerne mal rein, vielleicht gefällt euch das doch. Wenn ja, dann lasst dort gerne einen Kommentar da, da ich natürlich um jeden Kommentar sehr, sehr, ich freue mich über jeden Kommentar, das wollte ich sagen, so rum. Genau, und auch um jeden Daumen nach oben. Ich habe gesehen, beim ersten Mr. Prepper Video hier, vom Full Release, gibt es 3 Daumen nach unten. Was habe ich falsch gemacht, Leute? Sag doch, falls übrigens, jemand, der zuschaut, der Daumen nach unten gegeben hat, schreib mir ruhig in die Kommentare, warum. Einfach nur, es ist okay. Du kannst ruhig schreiben, warum du das nicht magst. Damit ich in Zukunft weiß, was man mag. Damit ich dann in Zukunft meine Videos abändern kann oder auch gegebenenfalls noch separate Projekte machen kann für Leute, die halt solche Projekte hier nicht mögen. Oder auch Verbesserungsvorschläge sind immer sehr gern gesehen. Immer sehr gern, genau. Mein Deutsch ist übrigens auch das Beste. Ja. My German is the yellow from the egg, sagt man das so schön, ne? Oder nicht? Und deshalb, verzeiht nochmal, mein Deutsch ist ein bisschen eingerostet, da ich seit ein paar Jahren in Irland lebe. Okay, gut, wir brauchen noch ein bisschen Zeug hier. Wir müssen mal ein paar Quests erledigen. Wir müssen die paar Quests durchkriegen. Weil das Problem ist, wir müssen weiterkommen. Deshalb brauchen wir erstmal, wir müssen eine Folie haben, deshalb müssen wir da erstmal das Auto reparieren. Das lassen wir erstmal weg, weil dann sonst kriegen wir den Geigerzähler nicht. Wir müssen Minenpassen Level 4 finden, das finden wir wohl. Brille, genau, die Brille von Bobby. Wurde mir gesagt, jetzt muss ich kurz ein kleines Nickerchen halten. Schaffe ich das denn? Ja, bis 21 Uhr. Bis 23. Schafft mir dann noch kurz nach Bärbel zu gehen? Frag ich mich gerade. Nicht Bobby, Entschuldigung, Tobi heißt der. Der ist nicht mehr Bobby. Er heißt jetzt Tobi. Grüße an dieser Stelle. Du schaust sowieso nicht zu, aber falls du doch so schaust, Grüße. So, dann gehen wir schnell nach deinem letzten Bärbel.
Weil ihr habt mir in den Kommentaren geschrieben, dass die Bärbe gegebenenfalls die Brille haben könnte, die Bob gerne möchte. Tobi gerne möchte. Und die würden wir natürlich gerne einholen. Ne? Deshalb gehen wir kurz nach der Bärbe. Um Mitternacht gehen wir kurz dahin zu der Dame. Stören die alte Dame beim Schlafen. Ist kein Problem, das mögen die alte Damen. Hallo, reden. Hast du getan, wonach ich gefragt habe? Wonach hast du denn gefragt? Wonach hast du denn gefragt, Oma? Entschuldigung. Gut. Ja, Leute, sagt Bescheid. Was habe ich verpeilt? Was habe ich denn verpeilt? Was wollte denn die Bärbe nochmal von mir? Ich habe doch... Hä? Ich habe hier doch Guarana... Na. Doch, Guarana hatte ich hier gebracht. Da hatte ich sogar geschummelt und einfach das Guarana aus dem Wald genommen. Aber ist ja nicht aufgefallen anscheinend. Komisch. Schreibt mir in die Kommentare, was ich verpeilt habe. Dann kann ich das natürlich gerne korrigieren. Aber bitte, nochmal kurz an nebenbei erwähnt. Falls ihr Spoiler habt, markiert die. Macht die so, dass man die nicht am Anfang sehen kann. Ich gucke, ob ich in Discord nochmal so eine kleine Vorlage posten kann, wie man am besten nur einen Spoiler postet. Oder in den Kommentaren schreibt. Einfach nur für die Leute, die das Spiel noch selber spielen und nicht gespoilert werden möchten. Ich mag Tipps, ich finde sie super, aber manche Leute wollen halt nicht gespoilert werden. Und ich finde es super, dass ihr mir Tipps gebt und auch wo Spoiler mit drin sind, weil geht es auch nicht anders. Aber achtet bitte auf die anderen Leute. Aber auf jeden Fall, was ihr auch drauf achten müsst, ist Daumen nach oben geben und abonnieren, falls ihr noch nicht getan habt. Denn über 66% der Leute, die zuschauen, haben nicht abonniert. Das würde ich natürlich gerne korrigieren, beziehungsweise das wäre natürlich super, wenn alle Leute, die auch zuschauen, auch abonnieren. Dann bekommt ihr nämlich auch immer eine Benachrichtigung, wenn ein neues Video kommt. Also, merken Leute. Übrigens, Leute, in der Videobeschreibung ist ein Link zum Discord. Da könnt ihr gerne joinen, könnt ihr mit mir quatschen. Das Gewinnspiel läuft noch bis zum Ende des Monats, beziehungsweise bis Anfang April. Aktuell sind ein paar Leute drin. Ich werde nämlich nächste Woche noch ein Video dazu machen, wer alles, wie der aktuelle Zwischenstand ist, damit ihr Bescheid wisst. Auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Certain Play. Haut rein. Ciao, ciao.